Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Scarlet Nexus. Ja, letzte Folge lief ja ganz gut. Es war unser erster Hauptboss gewesen. Oder größerer Boss, nenne ich es mal. So, jetzt sollten wir zurück ins Hauptquartier. Dementsprechend werden wir das jetzt auch mal tun. Auch hier hinten ist noch ein Item. Das werden wir auch mitnehmen. Ein bisschen Währung erhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Währung heißt. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Diese Kryptowährung, die wir hier haben. So. ユイと勧めらぎ上等兵。カラスともに追い回されているらしいな。はい。奴らは季節外れのモスキートと同じだ。無力だがうるさい。逆に利用してやれ。名前が売れれば階級も上がりやすい。瀬戸の隊にいれば実力もつくだろう。せいぜい励むことだ。貴様には期待している。 よかったな、ユイト。カレン連隊長はお前が訓練生の頃から才能を見込んでくれていたらしいぞ。え、本当ですか？ああ、セプテントリオンの訓一等から期待をかけられているんだ。しっかりやれよ。カレン連隊長からの期待って兄さん絡みじゃないよな。あの人そんな人じゃなさそうだもんな。やばい、 嬉しくて顔がにやける。それじゃ、すまないが渡るにあって報告を済ませてくれ。俺はちょっとカゲロウの様子を見てくる。カゲロウですか？菊池場に残ったみたいでな。少し気になるんだ。それとナギ、お前菊池場で侵入禁止区域に入ったな。始末書すぐに書いて提出しろよ。 じゃあ、ベフェです、ベフェ。すげえな、セプテントリオンのカレンがユイとのこと知ってるなんて。期待しているって本気で見込まれてるじゃない。カレン連隊長のお眼鏡にかなうなんて本当にすごいよ。でも俺志願兵なのにな。やっと来たな。待ちくたびれて出たくないのに出てきちまったぜ。 記録するから、ちゃちゃっと任務の報告をしてくれ。俺も早く仕事を終わらせてゲームしたいんだよ。救援信号だ。行かないと。俺もナギは始末書書けって言われてたでしょ。だけどユイトは行くんだろ。花火、 渡るへの報告を頼む。あと、ナギの始末書書くのを手伝ってやってくれないか。俺は水波川に行ってくる。ユイト、気をつけろよ。嵐が助けを呼ぶなんて相当だぞ。渡るがフォローしてくれるだろう。頼りにしてるよ。オッケー。 Mizuhagawa, ne, Stadt, Entwicklungsbezirk, wurde der Weltkarte hinzugefügt. Okay. Okay. Mizuhagawa? Genau. Eine Baustelle. Na, dann lass uns doch mal schauen. Naja, wenn ich schon Verstärkung rufen, da scheint einiges los zu sein, würde ich jetzt mal so behaupten. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Bezirk Mizuhagawa. Na schön, dann schauen wir mal, was hier los ist. 救援信号が発信された1レーダーを送ったぞ。
Ein Angriff, der einen Gegner mit einem Treffer besiegt, nachdem dessen Schwachpunkt vernichtet wurde. Unter der Gesundheitsanzeige eines Gegners findest du einen Schattenanzeige, auf der ein Symbol eingeblendet wird. Drücke dann LT, um Hirnzerschmettern auszuführen. Die Schmetteranzeige lässt sich mit Schnellfolgeangriffen und Psychokinese-Folgeangriffen stark reduzieren. Schnelles Handeln ist jedoch erforderlich, da sich Gegner mit der Zeit erholen. Zusätzlich kann ein kampfunfähiger Gegner mit leerer Schmetteranzeige nur mit Hirnzerschmettern besiegt werden. Wenn du Gegner mit Schmetterangriffen besiegst, lassen sie immer Objekte fallen. Fallen immer. Das haben wir gesagt, LT, gell? Oh, jetzt. Jawohl. Das fällt, das ist geil. Was soll ich sagen? Das macht ja Bock auf mehr. Kommt dran, wo sind die Nächsten? Ich hab Bock auf Kämpfen, kommt dran! Gibt's Ressourcen? Umwelt B. So, wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Laut Ausrufezeichen. Wir müssen wahrscheinlich hier rein. Das wird sowas. Ich denke mal, das sieht eher aus, so ein bisschen Arena-mäßig. Was? Wo? Ach ja. Mache an. Manche andere haben einen harten Panzer, der ihre Schwachstellen beschützt. Wenn du auf solche Angriffe anderen triffst, musst du den Panzer durchbrechen und die Schwachstellen enthüllen, um sie zu besiegen. Durch Angriffe auf Schwachstellen wird die Schmetteranzeige stark reduziert. Ich warte mal ausweichen. Ja, ausweichen. まだ戦える。そう、ドーン。と。か。
trotzdem noch gekriegt, du Sau. Das wär's. Und noch ein Level-Up. Na, aber hallo. Ah, das ist der Haken, den wir hätten einsetzen können, aber nur, wenn er drunter geschwächt ist. Hier können wir wieder spalten. War hier noch was? Oh ne, Lampen. Ist ja gerade aus, hätte es so schön geleuchtet, als ob da noch was wäre. Hier wird schön kräftig gesammelt, alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Ah, da ist sogar auch noch was. Auffüllgetränk. Ja, ich würde sagen, wenn man hier schon speichern kann, das nehmen wir auch gerne an. Wahrscheinlich werden wir dann einen Bosskampf haben. Nehme ich mal stark an, weil wenn die schon Verstärkung rufen, warum sollten sie dann... Sollten wir was kaufen? Ich weiß nicht. Brauchen wir was? Kraft verbessern. Relativ billiges Plugin zur Kraftverbesserung erhöht die Kraft des Anwenders minimal. Minimal brauchen wir nicht. Minimal reicht uns nicht. Ja, dann nehmen wir mal. Wie viel haben wir denn jetzt im Besitz? Menge im Besitz. Das kostet uns ja nicht wirklich viel. Nehmen wir nochmal 4 mit. Sicher ist sicher. So, dann müssten wir eigentlich gewappnet sein. Und dann werden wir mal hier runtersteigen und mal schauen, auf was wir uns hier einlassen können. Ja, Shinjin-kun. Genau in der Zeit, wo du bist. Du siehst, dass du dich natürlich. Kannst du dir das もちろんです。そのために来ました。そんなに賢くならなくていいよ。ここじゃ年齢も階級も大した意味はないからね。だしはめだ。剣聖がおる。わかった。俺にも何か手伝わせてくれ。よし、いい返事だ。ゲンマ、ユイトと殺すをつなぐぞ。了解した。 嵐、お前の後続移動でターゲットの後方に回り込めるか。危険手当は出るのかな。そういう話は吹雪連隊長にしてくれ。仕方ない。正面は二人に任せるよ。Ach ja, die fehlen jetzt auch noch, na freilich. まずい。カラスだ。 はい。頑張ります。やれやれ。何なんだ、あのドローンは。あいつらのせいで怪異に気づかれたじゃないか。仕方がない。 カラスのドローンには中継する権利がある。だが、ユイトの気持ちはよくわかる。よし、君たち、後で口裏を合わせてくれよ。え？マジか。嵐、後で懲罰を食らうぞ。だから口裏を合わせろと言ったんだよ。 そういえば、ユイトの超能力は念力だったね。せいぜい奴らの残骸を利用してやれ。なんなら、後から来るカラスも落としていいぞ。うん、わかった。どうなった？名前、リクレナンコップ。während des Lines von Hyperspeed kannst du dich so schnell bewegen, dass es sich an anfühlt, als wäre die Zeit verlangsamt worden. Setze es ein, wenn du es mit schnellen Gegnern zu tun hast oder solche, die du schnell besiegen willst. Wenn du das Vertrauen zwischen dir und Arashi
verstärkst, kommen weitere Effekte hinzu. Das ist natürlich geil. Und auf! Jawohl! Das gibt doch Maul. Ja, ohne ihren... Die sind zu kurz, sind sie zu schnell, definitiv. Müssen warten, bis Dings wieder auf dem Feld ist. Ja, Hyperspeed, genau. Das ist schon ganz geil. Durch Leihen von Sklerokinese. Hattest du deinen gesamten Körper und die gegnerischen Angriffe werden wirkungslos. Je mehr Angriffe der Gegner gegen dich ausführt, desto mehr verkürzt diese Sklerokinese Wirkungsdauer. Setze Sklerokinese ein, wenn du keine Möglichkeit hast, gegnerische Angriffe auszuweichen. Wenn du das Vertrauen zwischen dir und der Jagdgamer stärkst, kommt weiterer Effekt dazu. Okay. Ist noch nicht aufgefüllt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Das sieht doch gut aus. Hast du so gedacht, hä? Mein Freund. Das war doch noch nicht alles. しかし、カラスのドローンを撃破した件はどうする？奴らの取材活動を意図的に邪魔するのは軍規違反だが。うん。会議と間違えて撃退したんだ。仕方ない。ユイトも分かっているね。ああ、不可抗力だったってことだよな。ちょっと気が引けるけど。 まあ、気にするな。君は仲なか見込みがあるぞ。仕方ない。そういうことにしておこう。ま、やるべきことはやったわけだし、周王に戻ろうか。そうだな。ゲマさん。ゲマ。なんだ?その足、引きずってるみたいだけど、もしかして怪我をしたんじゃ。 おや、本当だ。まずいな。ここでまた面倒な会員に遭遇すると危険だぞ。大丈夫だ。足を引きずるぐらいだから痛みがあるんだよな。せめて応急手当てぐらいはしないと。うん。しかしこの辺りは危険だ。早く移動した方がいい。そうだ。この近くにうちの家族がセーランに移動するとき、 緊急退避所として用意しているユニットがあるんだ。そこなら安全に治療できるんじゃないかな。そいつはいい。ユイト、案内してくれ。了解。今1データを送れ。
OK。確かに近いな。ゲンマ、ここへ着くまで我慢してくれ。別に俺は。痩せ我慢はやめたまえ。君は無理をしすぎるところがあるからね。Okay. Ist aber, ja, kann man aushalten, würde ich sagen. Hier lässt sich's aushalten. Hey, ここがスメラギ家の避難ユニットか。一般のユニットよりも設備が豪勢だな。そうなのかな。そうだ、ここを瀬戸に教えて瀬戸隊のセーフハウスにすればいいんじゃないか。ここはいかにもアジトっていう感じで居心地がいいぞ。セーフハウスって何。本部とは別に各班が独自に持つ避難所のようなものだ。海抜群ではアジトと呼ぶ。今回みたいに負傷者が出た時に助かるんだよ。いや、OK。あ、そうだった。ゲンマ、傷を見せてもらえるかな。何が大丈夫だ。血まみれだったじゃないか。ゲンマは本当に痩せ我慢ばかりするな。別にそういうつもりではない。アドレナリンが出ているからさほど痛くなかったのだ。わかったわかった。それにしてもユイト、驚いたぞ。治療の手際が新人とは思えなかった。俺、もともと体が弱くて、子供の頃から自分一人で薬を飲んだり怪我の手当てをするってことが多かったから。そうか、ご両親も忙しかっただろうしな。ああ、親父は知っての通りだし、お袋は俺が5歳の時に怪異に殺されて、うちにはメイドもいたんだけど、結局何でも自分でやる癖がついた気がする。うん、自分の力でやるのはいいことだ。ま、私が言うのもどうかとは思うが。そうだな、嵐はもう少し自分のことは自分でやるようにした方がいい。吹雪連隊長も心配するぞ。吹雪連隊長、嵐と何か関係があるのか。君は意外と世間のことを知らないんだな。私と吹雪は兄弟なんだよ。え、嵐が吹雪連隊長の妹。逆だ逆。海抜群を見た目で判断してどうする。私が姉で吹雪が弟だよ。嵐の潜在能力はセプテントリオンにも引けを取らないと言われている。サボり癖さえなければな。失礼だな、ゲンマ。私は無駄が嫌いなだけだよ。さて、少しここで休ませてもらおう。どうせスオウに戻ったら書類書きだの、戦果報告だの、カラスの取材だのが待ち構えているからね。お邪魔します。おや、君は確か一条海抜群病院の理事長家のお嬢さんじゃないかな。あ、嵐スプリング隊。いやいや、呼び捨てでいい。というか呼び捨てにしてくれ。毎年新人はこういう反応だね。すみません、はじめまして、花火一条です。病院は本家のおじが経営しているので、うちはノータッチなんですけど。そうか、ま、病院だの製薬会社だのには関わりがない方がいいね、お互いに。花火、持ってきてくれたか。うん、薬とか非常食とかいろいろ。ここのユニットの備蓄品、そんなに古かったの？使用期限切れのものがいろいろあってさ、親父ももう長いことセーランに行ってないから仕方ないのかもな。あ、ゲンマに使った薬と包帯はちゃんと期限内のものだったからな。気を使わせてすまんな。ところで二人は仲がいいようだが、海抜群に入る前からの知り合いか。幼馴染なんです。一条の家とスメラギの家ならそういうこともあるだろうね。ま、
せっかくここまで来てくれたんだ。ゆっくりしていきたまえ。はい。嵐がユニットの持ち主みたいだな。Ah, das war Phase 1 der Geschichte. Okay, na, denke ich mal, das Versteck wurde der Weltkarte hinzugefügt. Du kannst im Versteck zurückkehren, wann immer du willst. Bei der Rückkehr ins Versteck erhältst du sämtliche TP zurück. Also Heilung. Du kannst nicht zurückkehren, wenn die Bewegung an der Position eingeschränkt ist. Du kannst dich im Versteck mit deinen Teamkameraden unterhalten und sie beschenken, um das Vertrauen zwischen euch zu vertiefen. Ach, das geht auch, Gottes Willen, ey. Wie umfassend. Die Hauptgeschichte wird durch die sogenannten Standby-Phasen unterbrochen. Sie beginnt immer im Versteck und du kannst dich frei bewegen. Wenn du mit der Hauptgeschichte fortfahren willst, sieh dir den Tisch mitten im Wohnzimmer des Verstecks an. Okay, cool. In der Gruppe im Hauptmenü kannst du Kampfmitglieder neben den Hauptcharakter und den Reservemitgliedern bestimmen. Du kannst die Kräfte von Mitgliedern im SAS-Menü einstellen. Wenn du die Kräfte eines Teammitglieds über die SAS benutzt, erhalten die Wirkungsdauer und das Erholungstempo der SAS-Anzeige einen Bonus. Ah, okay. Lass mal, guck ich mich hier mal kurz um. Aber eins muss ich sagen, ist schon cool, dass hier so viele Speicherpunkte sind, dass man wirklich bei jeder Gelegenheit immer mal kurz absafen kann. また重大怪異を倒したんだってな。くー、俺も一緒に戦いたかったぜ。そういや、今回は中継されなかったよな。Du versteckst wie eine Geheimbasis. Ist wie... Naja, lass uns mal ausreden. まあ、いろいろあってな。Das Versteck ist wie eine Geheimbasis. Wie aufregend. Denkst du, ich könnte hier ein paar persönliche Gegenstände lassen? Sicherlich, wieso nicht? Yuito, willst du reden? Ich meine, wir sind doch jetzt im gleichen Team. じゃあ決まりね。せっかくだし、町に出て散歩がてらゆっくり話そう。わかった。それじゃあ行こう。Okay. Sowas geht auch. Na gut. こうやってのんびり散歩するの、なんだか久しぶりって感じ。確かに。配属されたらすぐに任務で。それからも忙しくしてたからな。やっぱりたまにはこうして息抜きしないとね。それで花火はスカウトされてから入隊するまで毎日どんな感じで過ごしてたんだ？訓練学校にいた頃は勉強したり超能力の訓練したり、たまに友達と遊んでって感じかな。俺たちと一緒だ。それじゃ、スカウト組も志願兵もやってたことはそんなに変わらないみたいだな。まあ、目指すところは同じだもんね。学校以外はどうだった？実家のおじさんとおばさん、元気にしてる？うん、二人とも相変わらず元気も元気。この前なんて結婚記念日のデートをメッセージで実況してきて。あっ、いや、自由な人たちだよな、二人とも。変わりなさそうでよかったよ。思わずしばらく着信拒否しちゃった。なんだか懐かしいね、こういう話するの。ほんの2年ぐらい会ってないだけで結構昔に思えるな。うん、そうだね、すっごく長く感じた。
花火どうかしたのか。ううん、なんでもない。それよりちょっと聞いてもいいかな。感じましょう。ああ、いいよ。なんだユイトってさ、その重ねのことどんな風に思ってるの。え、なんで急に重ねの話になるんだ。あ、それはだってほら近況報告でしょ。最近のユイトの気になることでも聞こうかなって。重ねのことよく気にしてるみたいだから。俺そんなに気にしてるように見えてたかな。まあ確かに。ist doch jemand eifersüchtig? それってどういう意味で。なんて言ったらいいのかな。重ねの顔が頭から離れないんだよ。あ、頭から離れないの。ああ、重ねの顔、子供の頃に俺を助けてくれたあの人にそっくりなんだ。ずっと記憶に残ってる顔だったからさ、いきなり同じ顔の相手に会ったら何か関係あるのかなって気になるよ。え、じゃあ頭から離れないって単純に命の恩人に似てるからってこと。ああ、そうだよ。俺が海抜軍に志願したのもあの人みたいになりたかったからだし、俺が海抜軍で目指す理想のイメージだから、ずっと忘れられないし忘れたくないんだ。私が聞こうと思ったのはそういう話じゃなかったんだけど、まあいいや。なあ、ja, da ist ein bisschen mehr im Spiel。どんなことを聞こうとしてたんだ。言ってくれればもう一回考えるけど。いいの、別に大したことじゃないから。いや、jetzt ist happy、jetzt ist erleichtert。すごいよね。子供の頃から目指す理想があって、そのためにずっと頑張り続けてて。いや。全然すごくないって。俺からすればスカウトされて入った花火の方がよっぽどすごいよ。そんなことないよ。スカウトされちゃったから入隊せざるを得なかっただけだし。海抜軍に入るの嫌だったのか。嫌ではないけど、私は海抜軍で何をしたいとかどうなりたいとかって考えたことなかったから。そういうところなんだか花火らしいな。考えるより動く方が得意って感じで。ちょっとユイト、それ遠回しに私がバカだって言ってない？え？いやいや、そういう意味じゃなくて、勢い重視っていうか、いや、それも微妙か。わかってるよ、冗談冗談。そろそろアジトに戻ろっか。なあ、誘ってくれてありがとう、花火。昔のこととか久々に話せてよかったよ。そうだね、私も楽しかった。あの、よかったらまた二人で話さない？ああ、いいな、そうしよう。じゃあ約束、忘れないでね。わかってるって。花火こそ忘れるなよ。忘れないよ、私は。Ich muss halt sagen, geschichtlich ist es halt sehr viel reden, lesen. 変わらないな。明るくて元気で。俺もなんだか元気をもらった気がする。Es ist aber halt auch schön, dass man ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte von den Charakteren erfährt. Und vor allem auch untereinander, das ist halt ganz cool. 全然変わらないね。そうかな。そうだよ、だって未だにバッキーちゃんにハマってるし。でもそういう変わらないところちょっと嬉しい。これからも昔のままのユイトでいてね。あ、Vertrauensstufe erhöht. Cool. Flammenstoß und Wächtervision.
Halte bei aktivem SAS Y in der Luft gedrückt, um einen Flammensturm zu erzeugen und Schaden in einem großen Bereich zu verursachen. Wenn du angegriffen wirst, besteht die Chance, dass Hanabi als Vision erscheint, den Angriff blockt und den Schaden aufhebt. Oh, das ist ja geil. Okay, das ist... Okay, wir müssen echt in der Standby-Phase... Können abhängig von deinen Fortschritten in der Hauptgeschichte Szenen mit Verbündeten wiedergegeben werden. Achso, ja, okay. Du kannst das Vertrauen in deiner Verbündeten durch Vertrauensepisoden, Geschichten und gemeinsamen Kämpfen vertiefen. Nach Standby Phase 2 sprichst du danach mit ihnen im Versteck, erhöht sich deine Vertrauensstufe. Je höher die Vertrauensstufe zwischen dir und deinen Verbündeten, desto mehr SAS-Effekte sind verfügbar und desto häufiger werden Verbündete unterstützende Aktionen wie Wiederbeleben und Heilung bei dir durchführen. Ich bin froh, dass ich mit ihr reden konnte, Yuito. Ich fühle mich jetzt erleichtert. Lass uns wieder zusammen ausgehen und eine gemeinsame Auszeit nehmen. Ja, versprochen. Ich weiß, dass du dich gern überarbeitest, also übertreib's nicht, Hanabi. Freundlich wie immer, Yuito. Danke, dass dich etwas beschäftigt. Kannst jederzeit zu mir kommen. Ich bin froh, dass wir im selben Team sind. Naja, seht ihr mal. Vielleicht gibt's auch noch ein bisschen mehr. So, was ist hier eigentlich? Was ist hier Fernsehen gucken? Die neuesten Nachrichten. Ah ja, und wir stehen im Rampenlicht, na klar. Das Ding ist halt, man kann ja auch nicht so krass viel zwischendurch reden, man will die auch nicht unterbrechen und ne, es ist halt schwierig. Aber auf anderer Seite ist es halt verdammt schön, dass man so viel Backstory halt mitbekommt. Das ist halt echt geil. Aber ich würde auch sagen, bei so viel Geräte und Gelaber, was ist denn hier eigentlich? Können wir auch, gut, die können wir verschieben. Bei so viel Geräte und gerade ein bisschen zerrender Folge heute, würde ich auch sagen, dann machen wir auch erstmal Feierabend mit der Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder mal recht herzlich beim Zuschauen bei euch und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder bei Scarlet Nexus und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.